Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich hatte ja schon auf Instagram Bescheid gegeben, dass ich bei sommerabend.com das erste Mal bestellt habe, bei der lieben Anne. Und das hatte den Grund, weil sie hat eine ganz geile Release rausgebracht mit Retro-Stempeln. Und das sind Clear-Stamps. Und ja, hat mich angesprochen. Das muss ich euch jetzt zeigen. Ich freue mich so. Es ist auf jeden Fall angekommen. Das ist ein ganz süßes kleines Päckchen. Das ist, also bin ein bisschen erschrocken über die Größe, aber okay. Das weiß man ja vorher immer nicht. Aber ne, je weniger Verpackung da, so manche, es gibt ja so Shops, die packen ihre, weiß ich nicht, blödes Beispiel ist jetzt Amazon. Die packen manchmal in so einem Karton, so einem riesigen Karton, packen die so ein Ding ein. Das wisst ihr, was ich meine? So, wenn so viel Platz drin ist, den kein Mensch braucht. Ja, auf jeden Fall habe ich hier eine schöne Karte drin. Da steht Sandburgenbesetzer, Erdbeerschnute, Softeis-Fan, Milchmädchen, Sommerabend.com. Kleine Stempelmanufakturen, Meerjungfrauen und Flusspiraten, Wellenreiter, Barfußläufer, Tiefseetaucher, Strandliebhaber, Sommerkinder. Also total süß. Und da hinten habe ich eine persönliche Widmung drauf mit Liebe Lisa. Fettes Danke für deine Bestellung. Ganz viel Spaß beim hoffentlich baldigen Verbasteln mit den neuen Clear-Sets. Liebe Grüße, Anne. Ich finde es süß. Ich finde es das geil mit den Sandbogenbesetzer. Das finde ich gut. Naja, und habe ich euch gar nicht gezeigt. Genau, das ist hier so eingepackt in den Tütchen. Und unten drunter ist die Rechnung. Die interessiert uns ja nicht, ne? Und dann haben wir, also ich habe ja Retro schon gesagt. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen. Ich als alter Retro-Fan habe natürlich den Kassettenstempel genommen. Und zwar heißt der, das ist das Set 543, Kassette. Und tatsächlich, also ich glaube, das ist die haargenau die Größe von einer Kassette, die eine Originalkassette auch hat. Also ich bin noch dieser Kassettenmensch. Und das, obwohl ich erst in den 90ern geboren bin, aber ich bin mit Hörspielkassette aufgewachsen. Also von daher, ne? Das ist nicht nur die 80er, das ist auch 90er mit. Also ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der fühlt sich gut an. Qualitätstest. Der lässt sich auch, ja, das ist auf jeden Fall ein Photopolymer Stempel. Also die Qualität fühlt sich super an. Richtig gut draufdrücken. Mega schön. Und ja, ich habe schon einen Kassettenstempel, der ist von Picked Fans, glaube ich. Picked Fancy oder wie das heißt. Habe ich. Der sieht aber anders aus. Und ich möchte auf jeden Fall hier. Da stehen ja deutsche Sachen drauf, ne? Sehr geil. Und dann habe ich natürlich, viele von euch wissen das bestimmt, also ich habe das noch nicht so, ich weiß nicht, ob ich euch das gesagt habe. Ich bin ein übelster Super Mario-Fan. Meine Lieblingsfigur von Super Mario, von den Brothers, ist auf jeden Fall Luigi. Zum einen, weil er grün ist und zum anderen, ja, weil ich diese Figur immer hatte, wenn ich mit meiner Schwester Nintendo NES gespielt habe. Da war sie immer der Mario als Player 1 und ich der Luigi als Player 2. So, das sitzt zum Hintergrund da dazu. Ja, meine Schwester und ich, wir sind auch Kassettenfans, deswegen die Stempel spielen mir total zu. Ich habe aber nicht alle genommen, ne? Also das ist jetzt nur eine Auswahl, die ich habe. Ich habe 4 Stempelsets bloß nur gekauft, weil ja, ich wusste auch nicht, wie groß die sind. Ich wollte es erstmal probieren und deswegen ja. Dann habe ich hier das Set 49, 8-Bit, Next Level und Zahlen. Und ich muss sagen, die Zahlen sehen sehr groß aus, also größer, wie ich gedacht habe, auf jeden Fall. Also, und ich finde, diese Retro-Zahlen sind immer geil. Und deswegen, die sind auf jeden Fall 1,5 cm hoch. Und damit lässt sich auf jeden Fall gut was anfangen. Sehr geil. Dann habe ich noch Buchstaben. Das Beste kommt zum Schluss, wisst ihr noch. Set 47, 8-Bit-Alphabet. Was ich nicht weiß, ist, warum ich hier dreimal den Zahlenstempel habe. Keine Ahnung, ich schätze mal irgendwie zum Hintergrund bestempeln oder so. Also die Zahlen sind auf jeden Fall, die Buchstaben sind auch alle zusammenhängend. Das heißt, vermutlich kann ich die auseinanderschneiden. Also ich kann eins auseinanderschneiden und eins kann ich zusammenlassen. Als Ganzes, damit ich die Buchstaben auch einzeln verwenden kann für Namen und so. Genauso sieht es wahrscheinlich auch bei den Zahlen aus. Ich kann mit der ganzen Zahlenriege könnte ich Hintergründe stempeln und ich könnte mir aber auch eins auseinander machen.
dass ich dann das einzeln habe. Das werde ich nicht auseinander machen. Das, solche Zeichen brauche ich nicht unbedingt. Aber das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wie gesagt, sie sind zusammenhängend. Und ich meinte aber auch, Anne hat irgendwann das mal erzählt, dass man die sich auseinander machen sollte oder müsste oder keine Ahnung. So. Ich lese auch mir nicht immer alles durch, deswegen ich höre manchmal nicht richtig zu und ach, naja, ist egal. Es ist alles ein bisschen stressig im Moment bei mir und deswegen liegt es auch daran, dass ich nicht richtig zuhöre manchmal und ja. Ist ja auch Jacke jetzt, Jacke wie Hose. Das Beste kommt zum Schluss, das habe ich ja gerade schon mal erwähnt und zwar habe ich hier noch den 8-Bit-Jump-and-Run-Game. Richtig geil. Das Allergeilste ist natürlich hier die Blöcke. Die Blöcke mit zum Welten bauen. Dann kann ich hier in den Block, kann ich entweder sowas reinmachen, den Stern, das Fragezeichen. Kann ich mir aussuchen. Dann habe ich hier den Pilz. Das kann der Level-Up-Pilz sein oder der Großpilz, also wo er groß wird. Ja, dann habe ich hier Wölkchen. Einmal die Bit-Wölkchen und einmal so ein bisschen moderner schon hier unten. Das sieht man ja auch. Und dann hat man das auch alles getrennt. Also wie gesagt, man kann sich da ein bisschen austoben. Ich habe gedacht, okay, wenn das nicht so groß ist, ich wollte das auch wirklich nicht so groß haben, weil ich mache ja die Lineale. Und ich wollte mir einen neuen Einleger für mein Lineal machen und ich hatte mir überlegt, für meine Schwester vielleicht auch eins zu machen. Und wenn ich dann so ein Retro-Lineal machen kann, ist das doch geil. Habe ich gedacht. Und deswegen, ja, das sind sie. Ja, mit der Schrift, mit den Zahlen, das wird alles cool. Also ich denke, so Next Level, Zahl 35 zum 35. Geburtstag oder so. Das ist ein blödes Beispiel. Aber ja, das ist so. Finde ich, würde ich cool finden einfach. Das ist auf jeden Fall meine Bestellung. Mehr habe ich nicht, wie gesagt. Ich bin aber zufrieden. Das ist jetzt total schnell gegangen. Ich glaube, wann habe ich bestellt? Keine Ahnung, ich war die ganze Zeit arbeiten. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, aber am Samstag habe ich bestellt und heute ist Dienstag. Also, das wäre jetzt trotzdem sehr schnell gegangen. Und ja, wird wahrscheinlich nicht meine letzte Bestellung sein. Was ich noch cool finden würde, wäre natürlich, wenn sie den Retro Mario und Luigi machen würde. Aber ich glaube, das ist lizenziert. So, ich glaube, das fällt noch nicht unter Lizenz Mario, weil man kann ja Pilze und so, ne? Könnte ja auch sonst was sein. Aber sobald das den Titel Mario Bros. Tragen würde, denke ich einfach, dass es was mit der Lizenz zu tun hat. Das würde extrem teuer werden, wenn sie Stempel machen würde. Aber das wäre natürlich noch das Allergeilste. So muss ich mal gucken, welche Stempel ich in Mario und Luigi verwandeln kann. Wir schauen mal. Ja, auf jeden Fall seht ihr im Anschluss das Lineal, was ich daraus gemacht habe. Das möchte ich euch dann unbedingt zeigen. Ja, und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Ich würde euch gerne noch schnell zeigen, also nach dem 8-Bit-Haul, würde ich euch gerne noch schnell zeigen, dass ich bei World of Patrons das erste Mal bestellt habe. Weil ich hatte mir da schon ein bisschen länger ein paar Stempel ausgeguckt und die würde ich euch jetzt gerne mal zeigen wollen. Und zwar, einer, der mir besonders gut gefallen hat, ist dieser hier. Ich hatte die vorhin schon mal ausgepackt, deswegen habe ich die nicht mehr alle genau reingekriegt. Ich hatte mir aber auch aufgeschrieben hinten drauf, wie der heißt. Und das ist der Lucky. Das ist jetzt so ein kleines Kleeblatt hier oben drüber. Die muss ich noch montieren, aber ja, das ist so eine Arbeit für Leute in Einzelhaft. Dann haben wir hier aus der Ohasi und Mörli Kollektion. Der Stempel heißt Frühling. Ich finde den Hasen so süß. Da hier kein Osterei dabei ist, habe ich gedacht, okay, Hasen gehen ja auch außerhalb Ostern, ne? Also von daher habe ich gedacht, das ist okay. Und dann habe ich noch die Lady. Das ist die einzige, also der einzigste Stempel, wo ich sage, okay, der ist sehr klein geraten. Ein kleines Stück größer wäre schön gewesen, aber na gut. Ist auf jeden Fall auch sehr niedlich. Also Lady gefällt mir auch. War so einer von den Stempeln, die mir gleich als erstes mitgefallen haben. Dann habe ich aus der Sternzeichen-Kollektion den Fisch. Dann habe ich weiter aus der Sternzeichen-Kollektion, also Fisch ist mein Sohn und meine Eltern. Dann habe ich noch aus der Sternzeichen-Kollektion den Skorpion. Das ist mein Mann, der Skorpion. Und dann habe ich noch den Krebs. Der bin ich selber. Ja.
Das war es eigentlich auch schon. Ich würde euch im Anschluss gerne zeigen, wie ich es koloriert habe. Ich habe mir nämlich auch schon, um nochmal zu den 8-Bit zurückzukommen, ich habe mir da schon was ausgestempelt. Das wird auf jeden Fall ein neues Lineal werden. Und ja, das muss ich noch kolorieren. Aber ich habe es mir schon mal aufgestempelt, immerhin. Eine kleine Welt. Und ich möchte da auf jeden Fall mit den Buchstaben, den 8-Bit-Buchstaben, möchte ich dann noch einen Namen reinstempeln. Und ja, so weit bin ich jetzt schon. Aber ihr wisst ja, das dauert immer ein bisschen, bis man das alles gemacht hat. Und ja, also sehen wir uns im Anschluss gleich wieder. So, ich habe mit den zwei Halls ein bisschen gespielt, die ich euch gezeigt hatte. Und wir fangen an mit dem Lineal. Ich habe das ja fertig gemacht. Ich habe ja dazu die hier genutzt. Ich habe mir aber die Buchstaben, weil ich habe mir die Buchstaben habe ich ja doppelt und das habe ich ja quasi dreifach. Und da habe ich mir die Buchstaben, die oberste Reihe, schon mal auseinandergeschnitten, damit ich auch Namen stempeln kann. Sonst funktioniert das ja nicht so gut. Und hier hatte ich mir das Lineal ja aufgestempelt. Das ist jetzt auf jeden Fall fertig. Das ist auch mein eigenes. Also ich habe mir quasi einen neuen Einleger für mein Lineal gemacht. Ich habe dem Pilz auch noch Augen gegeben. Die habe ich ihm selber da reingemalt. Und ja, ansonsten ist es so eine, halt so eine kleine Welt entstanden. Ich persönlich finde das cool. Ist halt ein Lineal, ne? So. Mehr habe ich auch mit der Release noch nicht gemacht, bin ich ganz ehrlich. Ich wollte jetzt auch schnell ein Ergebnis haben. Also es hat auch ein bisschen länger gedauert. Ich habe versucht zu maskieren. Ich habe hier versucht, die ordentlich aufzustemmen. Es ist nämlich gar nicht so einfach, das einigermaßen gerade zu machen. Also, ich habe mir für einige Hilfslinien gemalt und ja, den Pilz habe ich einfach hier oben reingesetzt. Wie gesagt, Figuren habe ich jetzt keine. Ich müsste mal gucken, welchen Stempel ich eben in Mario und Luigi ummodeln könnte. Ich schätze mal, mit Lawnform würde es ganz gut gehen, mit diesen Tiny Friends Stempeln sollte das funktionieren. Aber ich habe jetzt erstmal nur das, was ich gekauft habe, benutzt. Ich habe eine, die Kassette habe ich ja noch und die werde ich natürlich auch noch benutzen, aber ja, zu gegebener Zeit. Wie gesagt, das ist mein neuer Einleger für mein Lineal. Das finde ich ganz süß. Ich mag sowas ja. Ne? Dann habe ich von World of Patterns, ich habe die Figürchen auf jeden Fall koloriert. Also nicht alle. Ich habe noch eine übrig, die habe ich noch nicht koloriert, weil da möchte ich in eine Clean and Simple Karte mitmachen und da habe ich das gleich auf den Kartenaufleger quasi gestempelt und dann muss ich das nur noch kolorieren. Die haben wir Lady noch und den Skorpion habe ich verarbeitet auf einer Karte. Das ist die. Also da habe ich auch kleine neue Stanze verwendet, die ich von Mama Elephant hatte. Die habe ich nämlich noch nicht benutzt und das ist richtig cool geworden, finde ich jetzt. Der Stencil ist von Create a Smile. Also meine zusätzlichen Produkte sage ich euch jetzt einfach mal. Mama Elephant, Create a Smile. Und der Spruch ist tatsächlich von JM Kreation. Also, ich ist abgerutscht. Auf jeden Fall ist der von JM Kreation. Und ja, das ist echt schön. Muss ich auf jeden Fall mal öfter verwenden. Ja, Happy Birthday halt mit dem kleinen Skorpion. Kann man sich jetzt aussuchen, ob man jetzt hier den Skorpion als Sternzeichen nimmt oder ob man den so benutzt. Ich habe den jetzt so benutzt. Ich habe das auch noch ein bisschen ausgeschmückt. Das ist alles halt sehr blau, ne? Aber ich fand das gerade gut, schön, passend zu dem Skorpion. Hat mir sehr gefallen. Das ist meine erste Karte mit den World of Patterns Sachen. Ich habe da, wie gesagt, noch eine Clean and Simple Karte im Auge. Ich kann euch das nochmal zeigen. Ich habe das einfach schon mal aufgestempelt und ausgestanzt. Das wird eine Mini-Slimline auf jeden Fall. Und ja, muss ich nur noch kolorieren, weil der Hase, der sieht jetzt nicht unbedingt aus wie ein Osterhase. Deswegen habe ich auch keinen Hasen mit Ei gekauft oder so. Weil Ostern ist ja vorbei und da brauche ich keinen Hasen mit Ei mehr. Und ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch gefallen die Sachen, die ich da draus gemacht habe. Mir gefällt's gut. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.